Wir sind jetzt hier in Altrettewitz. Hier ist der Bio-Obsthof Naturparadies Teutenberg. Ich bin hier aufgewachsen in dieser schönen Region, in Göhren geboren. Und dieser wunderschöne, mehr als 100-jährige Garten, den hat mein Opa gegründet. Na gut, ich habe gedacht, ja, was heißt hier Back to the Roots, das ist das schöne Roots. Aber Mutti natürlich häufig besucht, aber doch Ziel gehabt, in Berlin zu bleiben. Aber wie das Leben so spielt, es reifen nicht alle Blütenträume, wie Goethe feststellte. Die Mutti wurde schwer krank. So habe ich gesagt, dann werde ich Mutti pflegen. Dann bin ich 1995 zurück. War alles ein bisschen schwierig. Wer das ein bisschen erlebt hat und selber gepflegt hat, der weiß es, dass das Leben sich so ändern musste. Ja? Ich sag mal musste und ich wollte das ja auch. Ich wollte ja für Mutti da sein. Und das war dann wieder gut. Und kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, das auch zu wagen. Es ist unglaublich neu. Es ist unglaublich anstrengend, diese Herausforderung aber annehmen. Diese unmittelbare Arbeit in dieser schönen Natur ist das Größte. Ich hatte dann noch mal interessante Bekannte hier, einer aus München, der meinte, sag mal Doris, so geht das nicht mit dir weiter hier. Du musst hier Vergnügungssteuer zahlen. Ich sag, wie bitte? Du musst hier Vergnügungssteuer zahlen. Und zwar für jeden Tag. Wenn du morgens einmal rausguckst, dann ist doch schon alles schön. Hast du doch schon Vergnügen. Danke, richtig bemerkt, sage ich. Es ist traumhaft. Und du kannst dich manchmal gar nicht trennen